Hallo und herzlich willkommen zu Event-Ankündigung Nummer 4 des nächsten XSC-Events, Overwatch Trio of the Hill. Ein Overwatch-Community-Event, in dem Teams bestehend aus drei Personen auf diversen Overwatch-Maps gegeneinander antreten werden. Und das natürlich so im Turnierstil, also mit Vorfinale, je nachdem wie viele Teams das halt sind, Achtelfinale und Vorrunden und der ganze Mist. Es wird als Maps alle geben, außer den ganzen Payload-Maps, damit sich halt wirklich auf den Kampf gegeneinander konzentriert wird und nicht einfach nur ein bisschen auf der Payload steht und sagt, ha, fickt euch, ich fahr jetzt mit der Payload durch die Kante. Weil bei 3 gegen 3, denke ich, ist das doch ein bisschen schwieriger dann als beim 6 gegen 6. Also es fallen quasi solche Maps raus wie Eichenwalde, Dorado und Schieß mich tot, Hollywood und wie sie alle heißen, die ganzen Payload-Maps, wo irgendwas transportiert wird. Es wird in-game das Ranked-Regelwerk genutzt werden. Und das, dadurch, dass das schon heißt, das Ranked-Regelwerk, wird es auch nur jeden Helden einmal pro Team geben. Nicht, dass wir dann drei Torbjörn gegen drei Bestions mal sehen oder so. Das können wir dann vielleicht mal zum Schluss machen, über Spaß-Matches nach dem ganzen Event. Zudem sollte man sich auch an den allgemeinen Verhaltenskodex halten, also ruhig gesittet, wenn man in der Kommentatorenkabine ist. Dazu sage ich nachher noch was. Nicht unbedingt den Chat voll spammen, nicht beleidigend werden und all sowas. Zudem verlangen wir auch faires Gameplay, also nicht unbedingt als Dreierteam eine Kombination Torbjörn, Bestien, Reinhardt in der Ecke stellen, die auf den Punkt guckt und dann die ganze Zeit die drei Leute plus wegbrechen, weil dann geht irgendwann der Spaß verloren. Ja, wie gesagt, faires Gameplay wird erwartet. Und dazu sei noch gesagt, wer sich nicht an die Regeln hält, bekommt zuallererst eine Verwarnung. Wir sind immerhin vier Leute, die da ein Auge drauf haben. Und wenn das dann wiederholt vorkommt, wird es eine Disqualifikation vom Event geben und da wird ein Ersatz einspringen für den rausgeflogenen. So, zu dem Kommentatoren-Ding. Es wird so ablaufen, dass jedes Team einen eigenen Teamspeak-Channel bekommt, wo die halt miteinander sich abklären können und besprechen und alles. Und dann wird es noch einen weiteren Channel geben, beziehungsweise der ist auch schon vorhanden auf meinem TS. Und zwar die Kommentatorenkabine, da werden Chris und Zidane drin sein, sowie aus dem Overwatch-Bereich die Hexenschwester und ich. Und Hexenschwester und ich werden zudem auch als Joker einspringen, wenn halt wirklich jemand kurzfristig doch abspringen würde, als disqualifiziert gemeldet ist, oder halt wenn doch ein, zwei Leute noch insgesamt fehlen von der Anzahl der Leute her. Zudem werden wir das auch so handhaben, wir sitzen ja zu viert in einem extra Channel, das heißt nur wir vier sind in dem Stream zu hören, aber nach den Matches werden wir uns immer mal einzeln ein paar Leute picken von den jeweiligen Matches, welche dann so ein mit welchen, besser gesagt, wir dann ein Aftermatch-Interview führen werden. Einfach mal so fragen, wie es lief und so. Und bevor das ganze Event stattfindet an dem jeweiligen Tag, werden wir uns jedes Team nach und nach auch in den Channel ziehen und einfach mal das Team vorstellen lassen. Name von dem Team und das Ganze so ein bisschen, dass wir halt sehen, was halt und auf uns zukommt. Als nächstes die Teams werde ich nicht komplett zufällig picken, das wäre mir ein bisschen zu random,
Das wird so sein, nach der Anmeldefrist, die Daten kommen dann gleich noch, werde ich, je nachdem wie viele Teilnehmer das dann insgesamt sind, Team-Captains per Zufall picken. Und die Team-Captains werden sich dann mit mir zusammen im TS zusammenfinden und dann wird reihum das jeweilige Team immer noch aufgestockt, also die restlichen zwei Teammitglieder noch gefunden. So, kommen wir mal zu den Daten. Das komplette Event wird am 26. November, also in einem Monat und sechs Tagen, nee, sieben Tagen, stattfinden. Gegen 17.30 Uhr, das ist ein Samstag. Einfach weil bei mir persönlich Samstag am besten klappt und bei den anderen auch. Man kann sich von jetzt, wo das Video rauskommt, bis zum 1.11.23.59 Uhr anmelden. Und da kann man halt einfach als Kommentar unten drunter unter dem Video schreiben, ich bin dabei, Hashtag XSC. Oder man twittert mich direkt an, @apodev, und schreibt das gleiche. Und wenn ich die Person noch nicht im Battle.net haben sollte, gern auch noch den Battle.net mit dazu. Macht dann Match-Erstellung alles einfacher. Und dann am 2.11. quasi der Tag, oder ja, für mich wird es dann der Tag sein, je nachdem wie ich arbeite, der Tag nach dem Ende der Anmeldefrist, werde ich dann die Ziehung machen, die Captain-Ziehung und dann die Picks der Mitglieder. So, das komplette Event wird, by the way, auf dem Kanal hier, auf dem YouTube-Kanal der Weeping Nerds zu sehen sein und dann auch noch auf dem Twitch-Kanal von mir. Also quasi ein Doppelstream. Und als kleiner Anreiz, das Team, das Platz 1 belegt, das zum Schluss quasi übrig bleibt, wird ein, also jedes Teammitglied wird einen Gutschein und ein Shirt erhalten. Das Shirt werde ich wahrscheinlich noch gestalten, so im Laufe der Tage oder Wochen. Das ist so passend zum Event. Ja. Das war's soweit von meiner Seite. Ich würde sagen, meldet euch an und wir sehen uns dann spätestens am 26. November. Bis dahin, haut rein und lasst knacken.